Was willst du von mir jetzt schon wieder? Du Bär, was willst du? Udo! Freu dich doch, dass ich anrufe! Ach, ich will doch Urlaub machen. Was willst du von mir? Ja, ich nerv mich schon wieder am Sonntagmorgen. Ja, weißt du, warum ich dich nerve? Du schiefer Klötenhals! Ja, warum? Weil ich bei Facebook gelesen habe, dass du letzte Woche das Spiel ausfallen lassen hast. Da fahre ich einmal in Urlaub und dann lässt du denn das Spiel ausfallen, oder was? Willst du mich jetzt auf den Piss gehen, oder was? Ja, weil du das Spiel... Da fahre ich einmal in Urlaub und du sagst ein Spiel ab, du Klötengesicht. Das Klötengesicht habe ich dir gleich um die Ohren. Nee, da haust du mir nicht um die Ohren. Ich werd nicht mehr. Ich fahre einmal in Urlaub, sitz 13.000 Kilometer entfernt und dann... Und da sagst du ein Spiel ab, oder was? Ja, aber warum sagst du ein Spiel direkt ab? Weil da kannst du nicht spielen. Ja, ach, da kannst du nicht spielen. Die letzten 700 Jahre konntest du da Fußball spielen. Und jetzt ausgerechnet dann, wenn ich in Urlaub fahre, machst du einen auf König oder was? Du willst mir jetzt vorschreiben, was ich ein Spiel zu abzusagen habe. Nee, du hast das Spiel doch einfach abgesagt. Da fahre ich einmal in Urlaub und dann sagst du das Spiel ab oder was? Geregnet. Das ist doch schon seit 7 Jahren, seitdem du ein Platzwart bist, ein Acker. Ey, du willst jetzt, also Willi, mich so auf den Piss zu gehen, ne? Das interessiert mich jetzt gar nicht mehr. Wo geh ich dich drauf? Mich um wieder auf den Piss zu gehen. Was soll das? Worauf? Du gehst mich auf den Piss. Udo, was hast du da denn für eine modische Tapete hinten? Da ist eine Tapete, was hast du da denn an der Wand da? Das steckst du so oben unter der Decke, oder was ist das? Das ist Bali, da ist das hier so. Oh, ja, die wussten vorher schon, da kommt der Herr Zier mit 2 Meter, der kann dann gleich da oben an der Decke fahren, oder was? So. Also, ich muss das wirklich sagen, ne? Ich habe das bei Facebook gelesen und dachte, ich werd nicht mehr. Ich fahre einmal in Urlaub. Ja, richtig, du wirst. Und dann sagst du das Spiel ab wegen Regen oder was? Ja, es ging nicht. Es sind nur 2 Spiele bei uns in der Klasse gewesen. Alles andere ist ausgefallen. Oh, der feine Herr, da hast du gedacht, mach ich mal einen auf König von Stinfelde. Da ist Wilke nicht im Dorf, dann sag ich mal das Spiel ab. Ja, und jetzt aber was ganz anderes. Ja. Ich habe gesehen, du hast bei Facebook eine Message rausgehauen. Du hast bei Facebook gesagt, hier weht jetzt ein anderer Wind. Ich spiele das Video mal ganz kurz. Ich spiele das Video doch mal ganz kurz ein. Lass mich doch mal zu Ende reden, du Gichtnacken. Ey, wenn du wieder da bist, du wirst... Dein Wunder, Herr. Nun lass mich das Video im Einspielen. Ich spiele das Video jetzt ein. Ja. Ich ziehe jetzt andere Seiten auf. Wilke, wenn du nächste Woche wiederkommst, weht hier ein anderer Wind. Da kannst du drauf an. Die Zeiten, die wir jetzt gehabt haben, die waren. Jetzt kriegst du mal Lack. Und das nicht zu wenig, junger Mann. Es wird mal Zeit, dass du auf mir hörst. Auf mich hörst. Ne? Also, denk dran, genieß das noch, wenn dann kommt. Dann sage ich dir ganz ehrlich, Herr Ziehen, die Seiten werden sich wirklich ändern hier. Die 8 Tage, die hättest du mir nicht alleine lassen dürfen. Mir ist vieles durch den Kopf gegangen. Jetzt bist du mal reif. Und? Da machst du so eine Ansage jetzt, oder was? Ja, richtig, das wirst du erleben. Ich hab jetzt 8-9 Tage Zeit gehabt, mir Gedanken über deinen Scheiß zu machen. Und du wirst jetzt leiden. Udo, ja. Du hast die letzten 7 Jahre dir Gedanken gemacht, wie du einen Sportplatz pflegen kannst. Und er sieht immer noch aus wie ein Schlachtfeld. Ja, da kommt man nicht wieder, wie schön er aussieht. Das regnet doch die ganze Zeit. Weißt du, wodurch er jetzt so schön aussieht? Weil er kein... Ja, ich flippe jetzt aus, Udo. Ja, das ist so, weil du immer mit deinem Auto darüber fährst. Jedes Mal. Man kann mir das 1000 Mal sagen. Und jetzt, das wird so eine schöne Anlage. Es macht richtig Spaß. Willst du dein Urlaub nicht noch verlängern? Ich habe wunderschöne Geschenke gekauft. Für dich habe ich auch was Feines gekauft. Ja, was denn? Ja, das sag ich dir doch nicht vorher, du Eiergesicht. Bist du blöd oder was? Ja,
Echt? So, Udo, ich hab keinen Bock mehr zu telefonieren. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns Freitag. Ja, braucht nicht unbedingt, kann auch Sonntag jetzt sein. Tschüss. Tschüss. Moin zusammen, wenn ihr unseren kleinen Dorfverein unterstützen wollt, auf moinalter.de in der Rubrik da, Udo und Wilke, könnt ihr noch flotte Shirts und Tassen kaufen. Zum Beispiel mit Udos besten Sprüchen. Und wenn ihr richtig was kauft, dann sitzt für Udo vielleicht noch eine Frisur drin. Also greift gerne zu, wenn ihr Bock habt.